Und damit herzlich willkommen zurück bei StarCraft 2 Legacy of the Void. In der letzten Mission, Vorbote des Verderbens, sind wir rechtzeitig der Leere entrungen, die Amon geöffnet hat. Und wir haben fast alles errungen, außer ein Erfolg. Ist ja auch nicht so schlimm. Erfolge sind jetzt nicht so wichtig. Die werde ich eh später nochmal ein zweites Mal spielen, um sie zu erfüllen. Und ja. Gucken wir mal weiter, was uns auf uns wartet beim Speer des Adun. Wahrscheinlich erstmal ein Ladebildschirm. Ich finde es immer lustig, habe ich ja schon mal gesagt, dass hier kein Tipp steht. Sonst haben sie immer einen Tipp hier angezeigt, aber hier Loading Screen, Schrägstrich, Tipp. Ich glaube, das ist ein Fehler. Artanis, Hierarch des Zirkels des Zwielichts. Kriegsherr der Templer. Ich hatte so viel mehr erwartet. Amazon, gebt Acht, was ihr sagt. Sonst spürt ihr meine Klinge. Oh, so spricht man nicht mit demjenigen, der euren Meister gerettet hat. Mein Wohlbefinden kümmert euch wenig, Alarak. Was ist der wahre Grund eures Kommens? Unser Gott hat seinen uralten Pakt mit uns gebrochen und uns verworfen. Das sind alles Lügen, Artanis. Ich soll der Lügner sein? Ihr seid doch nichts anderes als eine Lüge auf Beinen, Maschine. Sagt, was ihr zu sagen habt, Alarak. Die Todesflotte der Targaryen sammelt sich über Slain und wartet auf das Signal zum Großangriff. Ich bringe ein Angebot. Ihr werdet mir helfen, mein Recht einzufordern, als Hochlord mein Volk zu führen. Und im Gegenzug biete ich euch die Beilegung sämtlicher Feindseligkeiten an. Phoenix, versammelt meine Berater. Wie es scheint, gibt es viel zu bereden. Ah, Artanis. Ich glaube, ich werde euch hier von größerem Nutzen sein. Außerdem ist es mir lieber, wenn Alarak dort bleibt, wo wir ihn nicht aus den Augen verlieren. Alarak gewinnt so im Moment ziemlich stark an Sympathie für mich, finde ich. Er ist ziemlich dominant und er hat klare Ziele. Das finde ich sehr gut an ihm. Und ich finde ihn auch so als Protoss irgendwie sehr stimmig. Oder was meint ihr? Also ich mag ihn. Mag ihn irgendwie. So, ja, dann sag doch mal, was du zu sagen hast. Nichts ist so, wie es scheint. Wir kamen nach Ulnar, um die Xel'Naga zu erwecken und ihre Hilfe zu erhalten. Stattdessen hätte Amon uns beinahe getötet. Ich fürchte, Zeratuls Vision verschleiert sich mir. Es steckte mehr Wahrheit darin, als ich erwartet hatte. Die Xel'Naga ruhten tatsächlich hier. Wären sie noch am Leben gewesen, hätten wir sicher Hilfe von ihnen erhalten, so wie Zeratul es erhofft hatte. So viel muss ich ihm zugestehen. Matriarchin, eure Worte versetzen mich in Erstaunen. Vielleicht hat euer Rat in gewisser Hinsicht doch eine Wirkung auf mich gehabt. Nun, dann werde ich euch gerne mehr davon erteilen. Ich sagte, in gewisser Hinsicht, Hierarch. Nicht in jeder. Ja, die Frauen. Irgendwas konnte ich hier gerade anwählen. Oder war sie das? Ich glaube, sie war das. So, Rohanna, bist du endlich befreit von Amon? Rohanna, erkennt ihr nicht, warum ihr eure Nervenstränge durchtrennen müsst? Ich werde nicht zulassen, dass ihr wieder unter Amons Einfluss geratet. Die Kala wurde in unserer schwärzesten Stunde geschaffen. Allein ihr Licht vermochte es, unserem Volk seine Einheit zurückzugeben. Von Geburt an sind wir ein Teil von ihr und wenn wir sterben, geht unser Wesen in ihr auf. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Doch nun setzt Amon die Kala gegen uns ein. Er bezieht aus ihr seine Stärke. Die Zeit der Kala muss enden. Artanis. Durch die Kala verschmelzen alle unsere Gedanken und Gefühle zu einer Einheit. Ich spüre seine Gedanken und Gefühle, vermischt mit den Emotionen aller anderen in der Kala. Er ist sich dessen nicht bewusst, doch hier ist er verwundbar. Inwiefern? Auf die gleiche Weise, wie er meine Gedanken liest, erahne ich die seinigen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, Hierarch. Vertraut mir. Die Gefahr ist zu groß. Bitte, Hierarch. Ich bitte euch lediglich um etwas mehr Zeit.
Zeit, das ist das, was wir nicht haben. Ja. Mächtige psionische Krieger haben sich uns angeschlossen, Hirasch. Ihr müsst eure bevorzugte Einheit wählen. Psionische Krieger, die hohen Templer. Oh, wir können die dunklen Templer theoretisch auch wählen. Casa de Templari. Okay, was können die denn? Also, die können ganz normal den ganzen Standardkram. Stellt bei verbündeten Einheiten im Zielgebiet 50 Trefferpunkte wieder her. Oh, das ist neu. Ja, Arschhorn können die werden und dunkle Tempel. What the fuck? Was machen die denn da? Geil. Also ich habe mir gerade eben nur das Video angesehen. Was ist das denn? Übernimmt dauerhaft die Kontrolle über die feindlichen Zieleinheiten. What? Dauerhaft? Zwingt feindliche Einheiten im Zielgebiet, sich 10 Sekunden lang gegenseitig anzugreifen. Ah, okay, das war das eben gerade. Kann eine gegnerische Einheit dauerhaft kontrollieren? Ja, das habe ich schon gehört. Zwingt gegnerische Einheiten, sich gegenseitig anzugreifen. Kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Ah, nee, dunkle Arschon heißt das, nicht dunkle Templer. Ich habe mich da verlesen. Ich denke mal, wir nehmen einfach mal... aus meinem Interesse halber nehme ich einfach mal die dunklen Archons, obwohl ich ja eben gerade von den dunklen Templern oder die hohen Templer geschwärmt habe. Ich lasse das erstmal. Ich will doch mal ausprobieren, die Archons. Alaraks Todgeweihte haben sich unseren Truppen angeschlossen. Es scheint, als erlebten wir immer wieder neue Überraschungen. Ja. Okay, gucken wir uns die mal an. Schick mich in die Schlacht. What the fuck? Das sieht ja effektreich aus auf jeden Fall. Fügt gegnerische Bodeneinheiten Flächenschaden zu. Fügt gepanzerte Einheiten Bonusschaden zu. Ja, also von der visuellen Grafik sieht das auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und die machen auch ganz gut Damage, ne? Und auch AOE-Schaden. Flächenschaden also. Aber ich nehme lieber Luft- und Bodeneinheit-Angreifer. Erstmal. Wir können ja, wie gesagt, alles immer noch ändern. Hirasch, ich glaube, einen Weg gefunden zu haben, unser Volk zu retten. Wie von Zeratul prophezeit, ist der Schlüsselstein die Lösung. Wie meint ihr das? Wie wir sehen konnten, ist der Stein dazu gedacht, gefunden und zusammengesetzt zu werden, um damit zu einem Xel'Naga aufzusteigen. Auf Ulna sollte er die in ihm gespeicherte Energie dazu verwenden, die schlummernden Xel'Naga zu wecken. Der Schlüsselstein sammelt Energie und verteilt sie neu. Essenz, Materie, Informationen, Bewusstsein. Für diesen Stein sind sie ein und dasselbe. So viel weiß ich jetzt. Wurde so auch Kerrigan geläutert? Er entzog die Essenz, die sie zur Königin der Klingen machte. Dann nutzte er diese Energie dazu, Amon aus der Leere zu befreien. Wenn ich herausfinde, wie sich der Schlüsselstein kontrollieren lässt, könnten wir Amon aus der Kala vertreiben und unser Volk retten. Dann hat Zeratul uns doch zur Hoffnung geführt. Setzt eure Forschungen fort, Karax. Wir müssen gegen Amon in den Krieg ziehen. Interessant, was dieser Schlüsselstein alles so mit sich bringt. Der zieht sich ja von StarCraft Wings of Liberty in Heart of the Swan bis jetzt in Legacy of the Void hin. Na gut, in Heart of the Swan hat man den ein, zwei Mal gesehen, aber er war auch wieder da vorhanden. Und so ein bisschen Teil davon hier nimmt er eine größere Rolle wieder ein. Interessant, dass sich alles so ein bisschen um diesen Schlüsselstein dreht irgendwie. Und er um sich selber auch. Ihr hattet recht, Hirasch. Ich bin kaum mehr als ein Klon eures Freundes Phoenix. Der Tal'Darin spricht die Wahrheit. Ich bin synthetisch. Eine Replikation. Eine Lüge. Was habt ihr in den Archiven gefunden? Ich erfuhr von meinem Tod, meiner Wiedergeburt als Dragon. Und meinem erneuten Tod durch die Hand dieser Königin der Klingen. Ich bin nicht Phoenix, und doch verfüge ich über seine Erinnerungen, als wären sie meine eigenen. Ich brauche Zeit, um mir darüber Klarheit zu verschaffen.
Ihr seid ein Krieger, Phoenix. Unabhängig davon, ob ihr euch als meinen alten Freund seht. Ihr solltet wissen, dass ich an euch glaube. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihr mir dabei helfen werdet, Amons Armeen zu vernichten und unser Volk zu retten. Lasst euch von diesem Wissen nicht verunsichern. Ich werde es versuchen, Hierarch. Ja, mal gucken. Ist auch so eine zwiespältige Figur. Er weiß, dass er nicht Phoenix ist, aber er glaubt es. Das ist so, ja, Schizophrenie, sowas in der Art, ne? Ja, ich kann das jetzt nicht genau erklären, aber er weiß, dass er wer anders ist, hat aber Erinnerungen an Phoenix. Er könnte möglicherweise noch zur Gefahr werden. So. Ansonsten hat sich hier nicht viel verändert. Wir brauchen 20, um Phoenix anzufordern. Schildgeneratoren oder Überladung haben wir jetzt nicht gebraucht. In dem letzten Spiel, das sollte man, denke ich mal, auch nur nutzen, wenn man wirklich gerade angegriffen wird oder sowas. Deswegen werde ich das nur in Notfällen zünden. Ihr müsst akzeptieren, dass Amon euch vernichten wird. Wenn ihr so sehr an ihn glaubt, warum seid ihr dann hier? Ich spreche nur aus, was unausweichlich ist. Mir ist die wahre Macht eures Widersachers vertraut. Daher sage ich ja, euch vernichten, nicht uns vernichten. Ich habe genug gesehen. Sein Hochmut wird sein Untergang sein. Ein Makel, den ich auch in euch erkenne. Ich glaube, ich mag euch, Hierarch. Ihr besitzt eine vorbildliche Tapferkeit. Dann schließt euch mir an. Gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich kann mein Schicksal nicht an eures binden. Ihr seid nicht von Hass beseelt, wie ich es bin. Euch peinigt nicht das Wissen, dass all euer Glauben eine Lüge war und dass euer einziger Trost in der Vernichtung eures Verräters liegt. Ach nein? Mein Volk ist von Amon korrumpiert worden, der sie jetzt zu verabscheuungswürdigen Hybriden macht. Mein Zorn brennt heller als 1000 Sonnen und bald werden ihn alle entfesselt sehen. Dessen möchte ich nur zu gern Zeuge werden. Oi, was haben wir denn hier? Ein Erfolg! Ich guck mir kurz mal an, was ich hier bekommen habe. Führen Sie mit folgenden Charakteren auf Speer der Dune eine Unterhaltung. Yeah, wir haben mit einer Unterhaltung geführt. Wir sind so konservativ, sag ich das schon. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Begriff. So. Ja, ihr wisst, was ich meine. Gesprächsfreudig. Kriegsspeer, wenig später. Kriegsrat. Das Lehrenportal auf Ulna wurde geschlossen. Doch es droht eine größere Gefahr. Amon erschafft aus unseren Brüdern einen Wirtskörper. Während wir uns auf Ulna konzentrieren, hat er die ganze Macht der Goldenen Armada entfesselt und nutzte unsere eigenen Waffen, um Leben überall im Koprolo-Sektor auszulöschen. Unsere momentanen Streitkräfte sind nicht stark genug, um es mit der großen Flotte aufzunehmen. Doch Amons andere Schergen verwüsten den Sektor. Wir sollten sofort handeln und seine abgelegenen Streitkräfte vernichten. Die Richter wurden für den Krieg geschaffen. Mit ihnen könnten wir unsere eigene Armee erweitern und Amons Bruten auf einen Schlag ausschalten. Vorausgesetzt, sie wenden sich nicht gegen uns. Die Richter kennen weder Loyalität noch Ehre. Ihr verschwendet wertvolle Zeit. Die Todesflotten der Tal'Darim sind eure größte Bedrohung. Nur ich allein kann Malash herausfordern und seine Streitmacht unterwerfen. Vergesst nicht das Möbius-Korps. Gerüchten zufolge operieren sie von einer geheimen Basis aus, in der sie ein Heer aus Hybriden züchten. Das ist wahr. Doch zuvor müssen wir herausfinden, wo sie liegt. Borazun, schickt die Besten eurer dunklen Templer, um den Sektor zu durchsuchen. Konzentriert euch vorläufig auf den Schlüsselstein, Karax. Das Überleben unseres Volkes hängt von unserem Handeln ab.
Es liegt an den Erstgeborenen, die drohende Vernichtung abzuwenden. Ich meinte übrigens kommunikativ, ne? Und nicht irgendwas anderes. Ist mir jetzt gerade erst eingefallen. Ah, manchmal fehlen mir die Worte. So, wir haben wieder zwei Welten zur Auswahl. Ja, ich frag mich, warum sie das denn machen, wenn es nur bei zwei geht. Weißt du, bei Kerrigan und bei Rayna konnte man mindestens drei oder sowas machen. Und Tia konnte man, kann man, also letztens war ja auch nur zwei Planeten zur Auswahl oder Sternsysteme. Warum sie das machen? Da hätten sie auch das Ganze mal fortführen können. Aber das ist jetzt nur so ein kleiner Kritikpunkt. Die Xel'Naga sind tot. Die Rettung, die wir uns auf Ulna versprachen, bleibt uns verwehrt. Und doch gibt es Hoffnung. Nun müssen wir Amons Armeen vernichten. Die Allianz mit Alarak ist ein Risiko. Tassadar, alter Freund, was würdet ihr an meiner Stelle tun? Teratul, darf ich mich auf ein solches Wagnis einlassen? Die Antwort ist ohne Belang. Wenn dieses Bündnis hilft, Amons Streitmacht zu schwächen, dann ist es das Risiko wert. Ja, Stellar Matrix heißt das hier. Oder ich glaube, das ist, glaube ich, nur... Ups. Das ist, glaube ich, nur das Ding. Ja, das sehe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das ist nur das Ding hier. Das ist die Stellar Matrix. Wo wir hinreisen, ist Slane? Oder sowas in der Art. Wir kriegen den Phasengleiter dort, aber fliegen wir erstmal dorthin. Wird wieder einiges zu quatschen sein. Das ist eine Armada. Welch ein Anblick. Amons Todesflotte schickt sich an, alles Leben im Sektor zu vernichten. Dann sollten wir besser schnell handeln. Das Rakshir, die Machtergreifung durch Zweikampf, darf nicht überstürzt werden. Es muss sorgfältig vorbereitet werden. Wir stehen im Orbit einer gewaltigen Angriffsflotte gegenüber und ihr sprecht von Vorbereitungen? Ich werde Banner stürzen, den Herrscher über ein ganzes Volk. Die Tal'Darin werden mir würdig sein. Ihr werdet mir helfen. Und im Gegenzug werde ich die Tal'Darin aus dem Kampf heraushalten. Das war unsere Abmachung. Doch zuvor muss das Ritual ausgeführt werden, wie es die Tradition verlangt. Diese Abmachung erscheint mir immer einseitiger. Ja, kommt mir jetzt auch langsam so vor. Ja, seht ihr? Erstmal wieder quatschen. Schade, hier muss ich auch mal wieder einen kleinen Kritikpunkt machen. In Heart of Swan konnte man den Planeten immer noch antippen, um mehr zu erfahren. Hier leider nicht. Das finde ich etwas schade. Hier kann man nichts mehr antippen. So, hier quatscht man nur mit ein, zwei Leuten und dann... Schade. Ein bisschen Background-Story wäre mir hier... schon wichtig gewesen. Ich möchte mehr über dieses Rakshir erfahren, euren rituellen Kampf. Um das Rakshir zu verstehen, müsst ihr zunächst die heilige Kette des Aufstiegs verstehen, die uns mit Amon verbindet. Jeder von uns ist an seinen Willen und an den Willen dessen über uns in der Abfolge gefesselt. Und doch gibt es eine Möglichkeit, aufzusteigen. Durch Klinge und Blut kann sich jeder Tal'Darin die Position dessen über ihm aneignen. Dieser Ritus stellt sicher, dass nur die fähigsten von Amons Aspiranten seinen Willen vollstrecken. Das heißt, Malash ist der mächtigste eures Volkes? Er gilt als der mächtigste. Doch er hat sich noch nicht mit mir gemessen. Es kommt immer ein Stärkerer. Es wird immer einen Stärkeren geben. Hierarch, meine Speer verfolgen die Bewegungen der Goldenen Armada. In mancher Hinsicht verstehe ich die Tal'Darin. Ihr Eifer, ihr Streben danach, ihrem Gott zu dienen. Doch ich begreife nicht,
warum Amon sich von seinen Verbündeten, die ihm treu dienten, so einfach abkehrt. Warum er ihr heiliges Vertrauen verraten und sie wie entbehrliche Werkzeuge behandeln würde. Ich spüre seinen grenzenlosen Ehrgeiz, Arcanis. Die dunkle Wahrheit ist, außer seinen Hybriden wünscht Amon keine Verbündeten. Er gibt vor, einen Kreislauf voller Hass und Gewalt beenden zu wollen. Und doch strebt er nur ewige Finsternis an. Klingt auf jeden Fall logisch. Ich habe mich die ganze Zeit nämlich auch gefragt, warum sollte er seinen Verbündeten hintergehen? Das wäre sehr sinnfrei gewesen. Gut, Hierarch. Der Solarkern ist bereit. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Hier. Ihr macht komische Bewegungen. Ich habe die Kriegsmaschinen der Tal'Darim analysiert. Ihre Technologie entspricht exakt den Kalai-Modellen. Abgesehen von den Konstruktionsmaterialien gibt es beinahe keine Abweichungen. Wie ist so etwas möglich? Es gab schon immer Legenden über Schiffe, die in die Weiten des Kosmos auszogen und nie zurückkehrten. Streitkräfte, die verschwanden. Ich kenne diese Geschichten. Sie erzählen von wütenden Geistern aus unserer Vergangenheit, die zuschlagen, wenn wir am verwundbarsten sind. Stellt euch bloß vor, wir hätten diese ganze Zeit unwissend gegen die Tal'Darim Krieg geführt. Das würde vieles erklären. Wie bedauerlich. Sie sind Diebe, die niemals die Freuden eigener Erfindungen genossen. Verabscheuungswürdig. Der Schlüsselstein reagiert auf leeren Energie unten auf der Oberfläche. Wir sollten das näher untersuchen, Hierarch. Ah, leeren Energie. Deswegen macht er so komische Bewegungen. Okay. Vor der Ausrufung des Rakshir müssen sämtliche von den alten Schriften verlangten Vorbereitungen getroffen werden. Bereitet euch vor. Malash wird sicherlich versuchen, einzuschreiten. Oder kommen die schon mit diesen Einheiten an? Oh, bitte nicht, ey. Der fährt ja große Geschütze schon auf. Die sind nämlich übernervig gewesen, die mit diesem Halbkreis. Oh. Na gut. Die Einheit, die Phasenleiter, die haben wir ja schon in Action gesehen. Dieser Strahl wird stärker, je länger er auf ein Ziel gerichtet ist. Und ich glaube, die Reichweite wird auch höher, aber da bin ich mir nicht so sicher. Wie heißt das Ganze? Schritte des Rituals. Vernichten Sie die Wächter. Erfolge. Vernichten Sie eine von Malashs Wächtern während der... Was? Tarasinebel aktiv ist. Tarasinebel. Schließen Sie auf den Schwierigkeitsnormal, bevor der vierte Tarasinebel aufzieht. Ah, okay. Tarasinebel hört sich an wie was Gefährliches. Und da sollte ich nicht reingehen. Glaube ich. Ja, mal gucken. Oh, das sieht geil aus. Und das wird wahrscheinlich der Nebel sein hier, dieses lilane Zeug. Krass, dass man da leben kann, ne? Nicht mal eine Sonne gibt's. Naja. Was die Tal'Darim sind, fanatische Anhänger von Amon. Sie werden ihnen alles entgegenwerfen, um sie aufzuhalten. Oh nein, bitte nicht. Die sind Malashs Wächter. Ihr müsst sie ausschalten, damit ich meine Mission fortsetzen kann. Nun gut. Wir werden tun, was nötig ist. Doch wartet. Was ist das für ein seltsamer Nebel? Terrazin. Es tritt regelmäßig aus den Abgründen von Slane hervor und bringt uns der Leere näher. Amons Streitkräfte werden sich manifestieren können, solange der Nebel anhält. Hier können sie nicht ihre volle Macht entfalten. Aber sie werden eure Basis unerbittlich unter Druck setzen. Ihr versprach mir einen leichten Sieg, Alarak. Findet ihr etwa keinen Gefallen an Herausforderungen? Nun gut. Meine Streitkräfte werden die Wächter verfolgen, solange das Terrain sicher ist. Und wenn der Terrazin-Nebel aufzieht, müssen wir dem Ansturm standhalten. Okay. Verteidigen und angreifen bedeutet das. Also gut.
versuchen. Bald werden Schwaden von Terrazin aufsteigen, meine Krieger. Bleibt wachsam. Ja, vor allem der Anfang, die Anfangsverteidigung wird schwierig werden. Wir können jetzt durch das Raumportal Phasengleiter heranwarpen. Sie sind ideal dafür geeignet, in der bevorstehenden Schlacht Feinde abzufangen. Gute Arbeit, Phasenschmied. Die Gleiter werden uns von großem Nutzen sein. Ja, die Gleiter sind wirklich sehr nützlich. Ich glaube, auf die konzentriere ich mich in diesem Part etwas. Die kosten aber extrem viel und wir haben wieder nur eine, ja, eine Hauptquelle im Moment. Gucken wir ein bisschen, wir können ja mal so ein bisschen rumgleiten. Gleiten wir mit den Phasengleiter. Zwischen dieser Welt und der Leere schwindet. Bald werden Amons Streitkräfte erscheinen. Anai. Volle Systemleistung. Kalibriere Linsen. Kas Arasha. Okay, da greifen sie an. Ja, klar. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn er so einen großen Strahl hat, dann sollte man versuchen, auf natürlich große Einheiten zu gehen. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Ups. Damit die natürlich am meisten Schaden machen können. Oh, 2 Minuten dauert der ganze Shit. Dein Ernst? Ah, ja, na gut. Lasst sie geradewegs in unserer Klinge. Ah, hau da ab! Sind so doof. Ist lustig, dass Zerg und Rotus hier aufeinander treffen. Nein! Es ist ein Tank! Damit habe ich gar nicht gerechnet wieder, ey. Ich folge dem Pfad. Ey, die greifen echt ununterbrochen an. Kalibriere Linsen. Volle System. Das ist ja super nervig. Noch einen Angriff wetten. Ja, da kommen sie nochmal. Wir werden Rache üben. Oh, denn mit Ultralisten hier. Ihr seid doch wohl krank. Ja, die Phasengleiter helfen mir hier extrem. Seht ihr ja hier. Machen wir doch gleich mal noch ein. Phasenpistole aufgeladen. Komm. Vergesst immer die Produktion. Die Wächter beschützen die Schreine. Bereitet ihnen einen langsamen und qualvollen Tod. Ja, ich muss erstmal wieder aufbauen. Mein Volk kämpft ehrenhaft. Sogar wenn wir es in eurem Auftrag tun. Aber zunächst müssen wir unsere Verteidigung aufbauen. Ja, genau. Das ist auch mein Gedanke. Vor allem nicht so jetzt schon angreifen. Oh Gott. Und das eine könnte man schaffen, dass wir versuchen, entweder hier oder dort im Nebel selber angreifen. So, noch ein. Und das reicht dann, glaube ich, erstmal. Hirach, es ist mir gelungen, die Mutterschiffe der Taldarin in dieser Gegend zu scannen. Sie transportieren Solarit. Ich glaube nicht, dass sich Alarak daran stören würde, wenn wir sie davon befreien. Ja, befreien wir sie doch mal davon. So. Gott. Ja, ich baue jetzt nochmal einen zweiten Vespin-Gas-Generator. Brauche ich, glaube ich, nicht. Den setzen wir mal auf die 2. Und holen uns noch einen weiteren Phasengleiter. Jetzt sollten wir uns aber konzentrieren auf ein bisschen Boneinheiten. Ich bin hier in den Schatten. So, und es sieht auch ganz gut aus, soweit. Brauchen wir sowieso keinen mehr. Wir haben 24 von 24, das ist eigentlich genug.
Leider aber. Ich bin hier. Ja, leider haben wir nur ein Feld. Ich würde schon gerne expandieren. Das können wir leider nicht. Erforschen wir mal. Boah, ich brauche nochmal. Ein Pylon. Ein Pylon, Melon. Peradak Kural. So. Ich denke mal, das wird jetzt erstmal für den Moment reichen. Ja, die Mutterschiffe mache ich, denke mal, zum Schluss. Wir können mal ein bisschen rumgucken. Und hier ein bisschen absnacken. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Der Nebel wird dichter, Herr Thales. Trefft Vorbereitungen, wenn ihr es für nötig haltet. Das sind leider nur Vespin-Dinger, die brauche ich alle gar nicht. So. Ein Raumportal machen wir dann noch. So, jetzt kommt der Nebel. Ich denke mal aber schon, dass man das... Ups. Na. So. Dass man das schaffen kann mit der Armee. Okay, habe ich mir fast gedacht, die kommt von hier. Sehr schön. Schlimm wird es nur, wenn sie... gleichzeitig angreifen. Okay. Ich hab sie noch im Blick, das ist gut. Ja, geht alles nach. Naja. Phasenkristalle aufgeladen. An der Chor heran. Erstmal den Panzer zerstört. So. Ein weiteren Pillow. Habe ich schon abgegradet? Ja, habe ich schon. Okay. Okay, sie lassen nicht nach. Boah, da kommt jetzt die ganze Angriffsmelde. Kleine Zerklinge, das ist gar nicht gut. Naja. Und noch Berstlinge. Das tut weh. Der Nebel lichtet sich. Ein idealer Zeitpunkt, meine Feinde zu töten. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall auf die Phasenleiter aufbauen. Ihr seht ja selbst, wie viel Schaden die machen. Ich glaube, das ist sogar auch so eine ganz gute Multiplayer-Strategie, auf Phasenleiter aufzubauen. So, dann setzen wir mal hier das drauf. Die Schiffe der Teilerie nähern sich unserem Nexus-Hierarch. Holt sie vom Himmel! Alter, die greifen sogar an, wenn ich hier kein Nebel habe. Würdest du mich denn verarschen? Naja. Wir holen uns auf jeden Fall den ersten Punkt gleich. Ich bin das Herz der Finsternis. Die greifen uns noch an und dann geht's ab. Nun gut. Okay. Prismakern online. Peradak Kural. Sehr schön. Ich glaube, ich habe 3 Einheiten dadurch zerstört. Okay. Dann gehen wir mal zum ersten Angriff. Einfach mal just for fun angreifen. Wir nehmen natürlich alle mit. Ich denke mal, das ist auch eine ganz gute Armee, die wir hier haben. So, alle nochmal kurz selektieren. Und Angriff. Ganz wie ihr wünscht. Wie Upgrade durchgeführt.
Ja, seht ihr, es ist ganz einfach mit denen. Mit dem Phasenleiter. Easy going. So. Boah, der greift ja an. Nein, dein Ende ist jetzt so. Komm. Das wird nicht unser Ende sein, sondern ein neuer Anfang. Guter Spruch, Artanis. Ich glaube, ich baue noch mal eins. So, und ich habe die extra aufgehoben, damit ich mal da hochgehe mit denen. So, mal gucken, was das ist. Ah, das Mutterschiff. Ihr seht, wie stark der Strahl wird. Krass, ne? Wie schnell das geht. Wir haben ein Mutterschiff der Taldarim zerstört. Ausgezeichnet. Es bleibt nur noch eines. Ja. Könnt ihr es fühlen, Terrazin? Wie schade, dass ihr mit Amons Streitkräften beschäftigt seid und nicht die Zeit habt, es zu genießen. Ich will Hä? Ach so, er mag ja das Terrazin. Stimmt. Ich habe ihm gerade gedacht, weil ich hier den gerade vernichtet habe. Ich mag Terrazin. Was magst du denn gerne? Okay, wir brauchen noch ein paar Pylonen. Shit, 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 sie greift gleich an. Oh, ich denke mal aufs Falsche. Angriff. Jetzt greifen sie auch. Naja, ich hab mir fast gedacht. Ja, was war das denn? Ich hasse diese Kolosse, ne? Habe ich euch das schon mal gesagt? Super nervig. Ich bin hier in den Schatten. Hab ich jetzt eigentlich. Ich habe gerade gedacht, was da kaputt gegangen ist. Was ist denn hier kaputt gegangen? War das. Eine Drohne? Eine Drohne kann es aber eigentlich nicht sein. So, wir setzen mal hier kurz das Schild ein. Die Dinger greifen natürlich an, von Weitem. Da kommt bestimmt noch ein Angriff, oder? Also, schätze ich mal. Ja. Das ist lustig, man kann bei den Trägern die kleinen Schiffe zerstören. Die können hier nichts machen. Der Nebel lichtet sich. Ein idealer Zeitpunkt, meine Feinde zu töten. Ja, meiner meinst du wohl. So. Wir gehen erstmal auf das große Schiff natürlich. Was waren das jetzt? War das schon die. War das schon die der dritte Nebel oder der zweite? Sehr schön. Jetzt solltet ihr alles haben, Phasenschmied. Danke, Hierarch. Ich möchte mir nicht vorstellen, was Sie damit vorhatten. Tja, das gleiche, was wir vorhaben wahrscheinlich. Fürchtet nicht den Tod. Fürchtet Amon. Machen die eigentlich. Ne, die machen nichts schon. Die Schiffe nehmen Kurs auf unseren Nexus. Genau. Ich liebe diese Schiffe. Die sind echt mit das Beste an den Protoss. Prismakern online. Wir machen die gleich auch unterwegs fertig.
damit die sich gar nicht erst warpen können. So. Sehr, sehr schön. 2 Minuten. Wir können... Ach, da ist noch ein. Einer? Ach so, okay. So, okay. Das muss jetzt aber gewesen sein. Wir brauchen halt so viel. In den Schatten. So viel Mineralien, die Scheißschiffe. So, wir greifen halt die kompletten Schiffen einfach an. Die bleiben einfach mal kurz dort. 1 Minute 30. Problem ist einfach nur, bei den Schiffen, du kannst halt nichts am Boden einsammeln oder sowas. Das ist aber total egal, glaube ich. So soll es geschehen. Die machen so viel Schaden. Hört euch mal den riesigen Strahl an. Und weißt du was, wir machen einfach mal, warten mal kurz ab, bis der Nebel kommt. Könnt ihr es fühlen, Terrazin? Wie schade, dass ihr mit Amons Streitkräften beschäftigt seid und nicht die Zeit habt, es zu genießen. Durchgeführt. Wird ausgeführt. Ich, Kuda, allein. An der Chor, Herak. 3 Sekunden noch. Und dran da. Boom! Ein weiterer Wächter ist gefallen. Wie berauschend. Schließt euch uns doch an, wenn ihr es für so berauschend haltet. Wie ihr wisst, muss ich meine Kraft für den Kampf gegen Malash bewahren. Prismakern online. Solle Sognaku Afal. Schwick Kuda. Was ist euer Beginn? Ja, diese Viecher, die kann ich gar nicht leiden. Die machen extrem, aus extremer Reichweite extrem viel Schaden. Aber haben eine Feuerrate von, keine Ahnung, 5 Sekunden oder sowas. Okay, es läuft doch ganz in Ordnung, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ach, machen wir dahin. Sehr schön, sehr schön. Eigentlich könnten wir in der nächsten, wenn der Nebel nachlässt, eigentlich doch komplett alles säubern, oder? 3 Minuten sollten eigentlich reichen, um alles da kaputt zu machen. Nein! Habe ich gar nicht gesehen. Ein Pylon haben sie kaputt gemacht, die Schweine. Was ist denn Glauben? Ein Pylon. Die Terrazin-Dämpfe lassen nach. Ihr könnt eure Mission fortführen, Artanis. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ja, da kommt doch gleich ein Angriff, wa? Da wird sicherlich jetzt nochmal ein Angriff kommen. Wir gucken einfach trotzdem weiter. So soll es geschehen. Ah, hier ist noch ein Mineralienfeld. Theoretisch. Kalibriere Linsen.
Okay, gehen wir mal zum Außenposten hoch. Das ist so lustig. So soll es geschehen. So, volle schön. Systemleistung. Volle Systemleistung. Der Wind des Hochlords ist unser Befehl. Kassarasha. Ja, ich hab's genau gewusst. Okay, den können wir abfangen. Hoffe ich doch mal. Benötigen Unterscherer dank Kural. So soll es gehen. Volle Systemleistung. Und die können wir uns so holen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Prismakern online. Sehr schön. Energie bei und dann holen wir uns noch hier das Ding. Prismakern versagt. Benötigen Unterstützung. Oh, was für ein glorreicher Tod. Ihr werdet es nicht freuen, mich unterstützt zu haben, Artanis. Ich hoffe nur, dass das stimmt. Prismakern online. Upgrade. Lasst unsere Feinde und so ran da jetzt. Mineralienfeld erschöpft. Randa! Oh Gott. Oh Gott. Wir können auch von hinten ran. Theoretisch. Mehr produzieren. Oh Gott. Ich glaube, die machen sogar Flächenschaden. Die großen. So, ran da. Wir nähern uns der Weg. Sehr schön. Bringt eure Truppen in Stellung. Nein, kaputt machen, Leute. Geht nicht. Das wird euer Tod sein, Alarak. Der dunkle Gott wird euch zerstören. Ich bin seiner Lügen überdrüssig. Euer Ritual ist abgeschlossen. Was jetzt? Nun, sie waren nicht Teil des Rituals. Aber diese Verräter hätten Malasch dabei unterstützt. Und es war mein Wunsch, dass sie sterben. Jetzt ist die Zeit gekommen. Hochlord, hört mich an! Ich rufe das Rakshir aus. Stellt euch mir, wie es unsere Gesetze vorschreiben, oder sterbt als Feigling. Unser Kampf wird bei Tagesanbruch beginnen. Ihr sollt eure Herausforderung bekommen. Geil. Sehr schön. Ja, das haben wir, das eine haben wir leider nicht bekommen. Das war vierte, also wir hätten noch eins davor alle killen müssen, aber ihr habt gesehen, es war nicht so schwer. Das hätte man auch schaffen können, wenn man zum Beispiel die großen die großen Schiffe für das Solarit ausgelassen hätte, hätte man schaffen können. Und wie ihr seht, diese Phasengleiter, die sind extrem stark, meiner Meinung nach. Ja, und das freut mich, dass die jetzt in meiner Sammlung, beziehungsweise in meiner Armee, ja, enthalten sind, neu rekrutiert worden sind. Da freue ich mich. Das ist so, das sind so meine Lieblingsflugzeuge. Hier. Okay, 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 okay. Und wenn wir jetzt irgendwie so ein Solo-Fight mit den Teilarim hätten, das im nächsten Part, das wäre richtig Hammer. Also darauf würde ich mich richtig freuen. So ein geiler Solo-Fight, Arena-Fight oder was weiß ich, könnte ja möglich sein. Und ja, wenn ihr darauf Bock habt zu erfahren, was in der nächsten Mission passiert, bleibt dran, guckt die nächste Folge. Wenn diese Folge euch gefallen hat, immer sehr, sehr gern gesehen, einen Daumen hoch. Ich verabschiede mich fürs Erste. Euer Mr. CVG sagt Tschüssi.